brauche konkrete AnsprechpartnerInnen, die mir wirklich helfen, durch diesen Wust an verschiedenen Angeboten durchzukommen. Ich glaube aber, dass die Zukunft in hybriden Modellen liegt. Also es wird definitiv nicht so sein, dass alles verschwindet vor Ort. Aber es wird auch so sein, dass der digitale Raum immer größer wird. Ich bin aber ein großer Fan davon, das Persönliche heute wieder stärker in den Vordergrund zu bringen. Also Dinge, die ich so erlebt habe, dass ich tatsächlich über den Weg zum Beispiel aus einer Banking-App in ein Kundencenter rein auch wieder einfach persönlichen Kontakt in Anspruch nehmen kann, finde ich wirklich erfrischend, weil manche Fragen sind einfacher zu klären und erklären im persönlichen Austausch. Und deswegen glaube ich tatsächlich ans digital-persönliche Banking, was nicht zwingend eine Filiale immer beinhalten muss. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr lernen, mit Daten zu arbeiten und uns vielleicht auch einfach trauen, von diesem klassischen Bankwesen, wie wir es halt heute haben, wegkommen müssen. Weil ich glaube, wenn man auch jetzt den Zukunftsforschern zuhört, und ich glaube, da brauchen wir noch nicht mal mehr Forscher, das sehen wir ja jetzt schon, wie sich Entwicklungen weg von den klassischen Bankthemen ergeben. Deswegen glaube ich, wenn wir nicht neue Wege einschlagen, dann wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Und das fände ich sehr schade, weil ich auch bei dem Kongress jetzt nochmal gemerkt habe, dass ich diesen genossenschaftlichen Gedanken eigentlich wirklich toll finde und wir da, glaube ich, viel Energie haben, was Gutes zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir den großen Highway Banking auch nach wie vor noch als einen soliden Weg sehen müssen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch andere Wege gehen, zusätzliche Wege. Und da glaube ich, spricht wieder die genossenschaftliche Vielfalt dazu und dafür, dass auch andere Institute oder jeder für sich immer mal wieder rechts und links versucht, einen Weg zu finden. Und wenn der dann erfolgreich ist, dann spricht es sich rum in der genossenschaftlichen Gruppe und dann können wir dem folgen. Ja, das ist eine spannende Frage. Und es gibt viele Beiträge jetzt hier auf der Fintropolis, die im Prinzip auch Beispiele zeigen, wie man so etwas machen kann. Das Bankgeschäft hat natürlich große Herausforderungen. Das heißt, unser Mittelstand transformiert sich digital. Und das ist eigentlich mal eine sehr spannende Brücke zur Bank. Und wir müssen uns natürlich fragen, sind wir denn in der Lage, in einer Plattformökonomie genau diese Bankfunktionen bereitzustellen? Können wir denn E-Commerce-Payment an der Stelle, können wir denn, sage ich mal, Kreditfunktionen, Garantenfunktionen in eine digitale Anwendung unseres Mittelstandes beispielsweise mitnehmen an der Stelle? Es kann kein anderer von sich behaupten, der Kunde bei einer Bank ist, mir gehört die Bank selber. Mitglieder einer Genossenschaftsbank können genau das. Und das bin ich überzeugt, wird die Genossenschaften so erfolgreich machen für die Zukunft. Ich glaube, Beyond Banking kann man absolut unterschreiben, also den Gedanken, der dahinter steckt. Weil einerseits sind die Zinsmargen sehr gering, das heißt, die Art und Weise, wie man Geld verdient hat in der Vergangenheit, lässt sich nur noch schwer aufrechthalten in der Zukunft. Wie sich das gestaltet, wird spannend. Aber vor allem die Kundenbedürfnisse werden ganz anders. Die Art und Weise, wie man mit Kunden in Beziehung treten kann, wenn man sich als ganzheitlicher Begleiter sozusagen versteht und nicht nur, ich gebe dir jetzt mein Konto, ich gebe dir meinen Kredit. Das ist Beyond Banking. Also man kann Transformationsberatung anbieten, man kann digitale Ökosysteme schaffen, wo in der Region Menschen sich austauschen können, wo vielleicht Waren und Dienstleistungen ausgetauscht werden können. Man kann eigentlich Gestalter sein, also wirklich Gestalter über das Finanzwesen hinaus. Das ist ein cooler Gedanke.